Hallo meine Lieben, ja lasst euch ganz herzlich begrüßen zu wieder ein neues Video, die sehr eng hintereinander gemacht wird. Und meine Lieben, es ist die Tatsache, dass wenn Geschwister sehr wichtige Fragen stellen, will ich die auch so schnell wie möglich beantworten, weil diese Fragen sind natürlich nicht nur für den einen Bruder sehr wichtig, es ist auch für uns wichtig. Und die Frage ist über die Zahl der Nationen, über die Erfüllung der Zahl der Nationen, was Paulus auch in Römer 11 sagt, bis die Zahl der Nationen eingegangen ist. Und wann ist es eingegangen? Da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt genauso wie mit der Entrückung, der eine sagt schon, ist bei der Entstehung Israels vollständig, die Zahl der Nationen ist schon eingegangen, damals schon. Und der andere sagt es für später. Und ja, die anderen tun die Erfüllung der Nationen noch in der 70. Jahrwoche rein. Und wir wollen es sehen, was wirklich wahrheitsgemäß nah ist. Auf was zeigt uns, dass die Zeit der Nationen erfüllt ist? Und was sind wirklich die Anhaltspunkte? Und wie steht es damit? Das ist mein Erkenntnis aus der Schrift. Ihr könnt es natürlich prüfen und ich weiß, es werden natürlich Leute sein, die dagegen sind und das ist auch gut so. Ich kann auch nicht erwarten, weil ich sehe, heute kann man eigentlich über kein Thema der Bibel reden, ohne einen Gegenwind zu haben. Aber das hat auch damit zu tun, dass man bestimmte Geheimnisse Gottes nicht in seiner Ordnung, in der Ordnung des Planes des Herrn einstellt, einsetzt und sie durcheinander bringt. Und dadurch wird ein Salat entstehen, das nicht schmeckt und nicht nach Gottes Plan, wie soll ich sagen, gerichtet und verstanden wird. Ja, bevor wir anfangen, lasst uns einfach beten. Himmlischer Vater, wir loben dich und preisen dich, denn du bist weise. Und Herr, du hast deinen Plan so voller Kraft und Macht durchgeführt bis heute und du wirst es bis zu Ende durchführen. Und wir wissen, dass es kein Wort aus deinem Mund auf den Boden fällt, sondern alles wird in Erfüllung gehen. Wir danken dir, Herr, dass du so viel Gnade uns der Nationen gezeigt hast. Eine gewaltige Gnade in unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn. Und wir dürfen wissen, dass wir da Glieder sind in deinem Leib, in den Leib Christi. Und dass wir bald dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Wir danken, dass dieser Tag keine Überraschung sein wird, sondern es wird der Tag der Freude sein, wenn wir es deine Stimme posaunend hören, komm. Vater, wir loben dich und preisen dich dafür, dass du auch die Erkenntnis dazu gegeben hast und dass du durch deinen Geist uns das so offenbar machst. Wir loben dich und preisen dich, Herr. Und bitte segne auch das Video. Gib mir wirklich dein Wort in meinen Mund und lass uns hier nicht menschlich Weise sein, sondern wirklich in Geist geleitete. Und lass auch die Zuhörer das zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir loben dich und preisen dich, o Herr, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dein ewiger Sohn. Amen.
Ich brauche hier eigentlich nicht mehr über Daniel reden, über die Offenbarung reden, über bestimmte Prophezeiungen, weil das wisst ihr eigentlich alles. Eins ist der Grund, wir wissen die Grundlage, wir wissen, es sind 70 Jahrwochen, dabei sind 69 Jahrwochen für Israel jetzt gesagt. 69 Jahrwochen sind in Erfüllung gegangen. Unser Herr ist ausgerottet worden, er ist gestorben und die 70. Jahrwoche steht noch bevor mit gutem Grund, weil der Herr hat in seinem Plan sehr wunderbar gemacht, in seiner Souveränität. Er hat Israel berufen aus allen Völkern, das sagt er deutlich in den Propheten, ihr seid das Volk, die ich erwählt habe aus allen Völkern. Und mit diesem Volk Israel hat er sein Plan durchzogen bis und wird es bis zu Ende durchziehen. Und in diesem Plan war auch das ihm vorausgesehen, dass sein Volk ihm den Rücken dreht und dass sein Volk verworfen wird, sein Volk Witwe bleibt. Ja, das ist deutlich auch in, glaube ich, in Jesaja oder Jeremia. Jeremia ist geschrieben wie eine Witwe. Ja, sie ist verwitwet, weil Jesus als Mann Israels gestorben ist und Israel ist verwitwet geblieben, bis der Herr Israel wieder aufnimmt und dann sie wieder als Frau zu sich nimmt. Und Gott hat Israel eine bestimmte Gnade erwiesen. Die Völker haben keinen Anteil dabei gehabt. Natürlich aus den Völkern, wer wollte, konnte sich integrieren, einsiedeln oder wie sagt man das, zu dem Volk Israel. Das heißt, sie mussten sich beschneiden, die mussten die Feste halten, die mussten Opfer bringen, genauso wie das Volk Israel. Es ist eine Eingliederung, nicht wie die Islamisten jetzt in Deutschland zum Beispiel, die machen ihr Zeug und achten nicht auf die Ordnung und die Lebensart und Weise des Deutschen, sondern die mussten das machen, sonst konnten sie nicht ein Israelit werden. Ja, die konnten diese Staatsbürgerschaft nicht annehmen. Das waren feste Sätze, was Gott damals auch festgelegt hat. Ja, wenn ein Fremder wollte, konnte, aber er musste sich da untersetzen, den Geboten Gottes. Und Gott hat es wirklich so fortgesehen und wir wissen auch aus der Prophezeiung und auch Jesus sagt es, das Volk, die im Finsternis gewohnt hat, also die Nationen, die werden Licht sehen. Und das war in der Plan Gottes auch vorgesehen, dass auch die Nationen sollen, dass eine besondere Gnade erhalten, ja, natürlich für diese 2000 Jahre, die ungefähr schon abgelaufen sind, eine besondere Gnade, die noch niemand so erlebt hat. Nicht mal Volk Israel. Weil in der Zeit der Nationen ist diese Gnade in Christus zu sein. Eins sein mit Christus, wo man natürlich das Recht in den Himmel zu wohnen, auf geistlichen Basis zu wandeln,
Es ist etwas Besonderes, es ist etwas Megagroßes, was der Herr mit den Nationen, mit uns hier geleistet hat, gegeben hat. Und wir können eigentlich unendlich dankbar sein. Das ist die gewaltigste Gnade in der Menschheitsgeschichte. Ja? Und wenn wir über die Zeit der Nationen sprechen, viele sprechen über die Zeitalter der Kirche oder der Gemeinde. Und beides ist es falsch, weil die Zeit der Nationen ist die Zeit des Leibes Christi, der Erbau des Leibes Christus. Es ist der geistliche Tempel Gottes, was hier in Christus erbaut wird, in dieser Zeit der Nationen. Da ist weder Gemeinde, natürlich, wir reden über Gemeinden, wir reden über Zusammenkommen, über Zusammenkunft, ja, weil die Gleichgesinnten müssen sich irgendwo versammeln, ja, und wenn man sich versammelt, der Mensch nennt es automatisch Gemeinde, Kirche, und das ist aber nicht ganz das Biblische. Ja? Wir sind Glieder in den Leib Christus und wir kommen als Gleichgesinnte zusammen, um uns einander zu tragen, zu helfen, zu erbauen, gemeinsam dem Herrn loben und preisen, gemeinsam danken, gemeinsam Fürbitte leisten und so weiter und so fort. Und das ist oft missverstanden worden. Jetzt, es ist so, dass Paulus eigentlich in Römer 11 redet über die Zahl der Nationen, die eingehen muss. Und das, was Paulus in Römer 11 beschrieben hat, wird heute auch sehr missverstanden, denn es gibt eine Prophezeiung, also es gibt mehrere Prophezeiungen in dem Hinsicht, wo erstens der Herr sagt, ich lasse mir einen Überrest, ja, also ein Teil Israels wird dann wirklich errettet, in der 70. Jahrwoche. Und er sagt, ich werde ihnen ein neues Herz geben, in ihren Herz werde ich meine Gebote reinschreiben, ja, sie werden mich erkennen und. Und es sind so ein paar Dinge, die da auf Israel bezogen, und sie sagen dann, ja, wir sind Israel, weil Paulus sagt auch, nicht derjenige ist Jude, der äußerlich beschnitten ist, sondern der ist Jude, der im Herzen beschnitten ist durch den Geist Gottes. Es ist eine Beschneidung nicht von Hand geschehen, sondern durch den Geist. Das heißt nicht, dass wir ein neues Herz kriegen als in der Nationen lebende, sondern wir werden beschnitten im Herz. Wir kriegen auch nicht die Gebote im Herz geschrieben, sondern wir werden durch den Beistand geleitet zu Erneuerung des Sinnes, zum Befreien der Sünde und gegen die Sünde zu kämpfen. Wir leben durch die Kraft des Geistes, durch die Leitung des Geistes. Wir leben im Geist und nicht im Fleisch. Und das, was die Prophezeiung über Israel ist, das ist im Fleisch. Ja, das passiert alles im Fleisch. Und dieses Unterschied können nicht viele nicht auseinandertun. Und dann sagen sie, ja, wir sind Israel. Nein, wir sind zwar das so gesehen das Geistliche in Israel, aber wir sind noch mehr. Wir sind das Leib des Herrn. Und natürlich, der Herr ist ein Israelit, ist ein Jude, gehört zu den Juden. Du, und dadurch sind wir automatisch auch in Christus, wie soll ich sagen, die Zugehörigkeit haben wir durch ihn zu Israel, das heißt aber im geistlichen Sinne, ja, nicht im fleischlichen Sinne. Und dass es einen Überrest gelassen hat, der nicht verstockt ist, tun viele das in
schon in die Zeit der Berufung Israels. Ja, wir sind Israel und Gott hat einen Überbleibsel gelassen und das ist schon die Erfüllung dieser Prophezeiungen. Und das ist falsch, weil Gott hat immer in jeder Zeit ein Überbleibsel gelassen, ein Überrest, so gesagt. Ja. Wir sehen auch beim Elia, der sagt, alle sind gegen mich und der Herr sagt, nein, ich habe einen Überrest gelassen, die dem Baal nicht die Knie gelassen, das waren 7000 Männer. Ja, es war immer in der Alte Testament, wo Israel den Rücken dreht Gott gegenüber. Und in dieser Zeit, wo Israel den Rücken dreht, lässt Gott immer einen Überrest aus Israel, der diesen Götzendienst und diesen Falschanbetung dagegen steuern und mit Gott wandeln. Gott hat immer gesorgt. Und auch in der Zeit Jesus. Jesus selbst sagt, Vater, die du mir gegeben hast, es waren nur 12 aus dem ganzen Volk, auf die habe ich aufgepasst. Also ein Überrest habe ich bewahrt. Ja, und auch in der Zeit der Nationen hat Gott einen Überrest aus Israel gelassen, die nicht vor der Verstockung in dieser Verstockung waren, sondern sind zum wahren Glauben gekommen und wir wissen, es sind viele Juden, die in Christus sind, die dem Leib Christi gehören. Das ist das Überrest, was Gott auch aus Volk Israel in der Zeit der Nationen in diesen Leib reingefügt hat. Und dieses Überrest hat eigentlich nicht mit das, was kommt, sondern mit das, was ist. Die Zeit der Nationen fängt eigentlich mit Paulus an. Und Paulus sagt auch sogar in Römer 11, wenn man das vorsichtig liest, bin ein Apostel der Nationen. Er wurde berufen für die Nationen und er hat das Evangelium, mein Evangelium, sagt Paulus, die für die Nationen gelten. Wir können auch in Apostelgeschichte 22 nachlesen, wo Paulus berufen wird in Israel und dann sagen die 12 Aposteln, ja, es ist so ein Problem, weil wir predigen das Gesetz und die Gebote und die Beschneidung und so weiter und man hört über dich, dass du eigentlich gegen das bist. Und dann muss er eine Gelübde stellen und dass da Frieden kommt. Und Paulus wollte auch kein Anstoß sein und hat das auch in Erfüllung gebracht, weil die 12 das gewollt haben. Und aber irgendwann tut er seine Kleider abstauben und sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zu das Volk Israel, Kinder Israel, sondern ich gehe nur zu den Nationen, für den er auch berufen worden ist. Und Paulus hat das Geheimnis des Christus erhalten. Und diese Zeit beginnt eigentlich mit Paulus und endet mit der Entrückung. Und diese Zeit hat mit der 70. Jahrwoche gar nichts zu tun. Viele kommen und sagen, ja, in der 70. Jahrwoche, guck mal in Offenbarung, da sind auch Nationen drin. Natürlich. Aber die sind nicht zu verbinden mit der Zeit der Nationen, mit denen, die in dieser Zeit zum Christus gefunden haben und in Christus sind. Das sind Leute, die zum Glauben gekommen sind in dieser Zeit, oder in diese Zeit reingegangen sind als Glaubende oder Nicht-Glaubende, zu glauben finden und die Gebote halten des Zeugnis Jesus und ihre Kleider im Blut Jesus auch waschen werden. Aber das hat mit der
Zeit der Nationen und mit der Zahl der Nationen überhaupt nichts zu tun, denn die Zahl der Nationen, wenn sie vollkommen ist, wenn sie eingegangen ist, dann folgt kurz danach, es muss nicht gleich danach, sondern kurz danach auch die Entrückung kommen. Das ist genauso wie zum Beispiel mit einer schwangeren Frau. Ja, das Fetus, ja, wenn das Kind jetzt in den ersten paar Tage ist, dann ist so kleine Pünktchen, sieht man weder Kopf noch Beine noch irgendwas. Und so in der Zeit dieser 9 Monate sehen wir, wie sich ein Glied nach der anderen sich entwickelt, Kopf, Füße, Beine, Hände und. Und wenn die 9 Monate fertig sind, ist dieser Kind ein vollkommenes Wesen, ja, ein vollkommenes Wesen, und dann kommt die Geburt. Aber wir wissen, es gibt auch Frühgeburt und es gibt auch Geburten, die sich verzögert, ja. Die gehen dann mit Wehen und es verzögert sich und manchmal muss man beihelfen, um die Geburt, fördern. Also man schneidet dann das Gewehr, das Wasser, jetzt kommt mir nicht in den Sinn, auf, dass das Geburt los, also angesteuert wird. Ja, und genauso ist es mit dem Leib, ja, dass man braucht diese 9 Monate Zeit, bis das Leib Christi vollkommen ist. Jedes Glied in seinen Platz ist und das Leib vollkommen ist und dann wird es vereinigt in den Wolken, ja, mit dem, der das Haupt ist. Und das ist der Christus. Aber die Frage ist, wann wird diese Zahl voll? Und was sind die Zeichen dazu? Woher wissen wir jetzt wann genau? Also an wann genau wissen wir nicht. Aber wir haben Zeichen, die uns zeigt, dass die Zeit abgelaufen ist oder kurz davor steht. Kurz davor steht. Welche Zeichen haben wir? Das größte Zeichen ist erstmal Israel. Israel, dann die Zeichen im Himmel, die sind auch sehr wichtig. Dann die Zeichen aus Matthäus 24, Kriege, Kriegsgerüchte, Rebellionen, Aufstände, Naturkatastrophen. Dann sind das, was Paulus dem Timotheus auch schreibt, die Lieblosigkeit, der Abfall. Das sind alle Zeichen, die uns zeigen, dass die Zahl der Nationen eingegangen ist oder wirklich haarscharf dabei ist, einzugehen. Meiner Meinung nach könnten wir sagen heute, dass die Zahl der Nationen erfüllt ist. Warum? Weil nicht nur das Abfall so groß ist wie noch nie, sondern wir sehen auch, dass auf einmal die Christen den Weg des Gesetzes nehmen. Dass die paulianische Lehre verworfen wird. Und ich muss so sagen, die paulianische Lehre, die Briefe Paulus werden in der 70. Jahrwoche keinen Wert mehr haben, in dem Sinne.
weil die Zeit dafür zu Ende ist und es wird gepredigt, das Evangelium des Reiches, auch vom Engel, aller Nationen. Also wir sehen, dass auch die Nationen teilhaben werden von der Evangelium des Reiches, ja, und es werden natürlich auch von den Nationen mit Israel eingehen und in diesen tausendjährigen Reich rein. Das wird geben, natürlich, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also wir sehen, dass diese Zeichen, was die Zeit der Nationen angeht, in Erfüllung. Jetzt ist es wahr, dass dann, als Israel geboren worden ist, und das ist auch diese schöne Prophezeiung in Jeremia, in Jesaja 66, 8, wer hat so etwas je gehört, wer hat dergleichen je gesehen, wird ein Land an einen einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einmal geboren. Ja, 1948 ist Israel geboren worden als Stadt. Jetzt ist die Frage, kann sein, dass damals die Zahl der Nationen eingegangen ist? Nein. Viele achten nicht, dass die Wiederberufung, Wiederherstellung, die Belebung, das Aufrichten Israels in drei Stufen geht. Und das lesen wir sogar in Hosea. Und er sagt hier, kommt, Hosea 6, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Warum? Weil sie werden merken. Ja, sie werden zum Herrn wieder zurückfinden. Sie werden erkennen, wem die den Rücken gedreht haben. Denn er hat zerrissen, also er hat zerrissen, das ist jetzt, er hat jetzt zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er wird uns auch heilen. Also er hat, aber er wird. Das heißt, das ist noch nicht passiert, das wird kommen. Er hat geschlagen, er hat jetzt geschlagen durch die Zerstreuung. Er wird uns auch verbinden, also er wird verbinden. Und das ist auch sehr wichtig zu sehen, das was jetzt ist, er hat geschlagen, wir sind jetzt Geschlagene, aber es kommt die Zeit, wo er wird uns heilen, er wird uns binden, aber das ist nicht jetzt. Und dann kommt Folgendes. Er wird uns, also es ist wieder in die Zukunft hinein. Er wird. Nicht er hat. Er wird uns, wenn der Tag da ist. Ja? Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Also nicht den ersten Tag, sondern nach zwei Tagen. Am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Also am dritten Tag aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Und wann leben sie vor seinem Angesicht? Wenn der Herr zweite Mal sichtbar kommt, Israel zu sich nimmt und wird König über sie. Und das himmlische Israel wird auf der Erde sein, das tausendjährige Zeit fängt an und der Herr wird König über Israel und sie werden vor seinem Angesicht leben. Das ist eine sehr eindeutige Prophezeiung. Jetzt ist es so, ja, aber da redet der Hosea über zwei Tage, drei Tage. Also heute, morgen, übermorgen. Nein. Petrus sagt in 2. Petrus 3, dass ein Tag ist bei der Herr 1000 Jahre.
wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Hier redet Hosea über einen Zeitraum der 3000 Jahre. Und die ersten 1000 Jahre passiert gar nichts. Aber nach 2000 Jahren sagt er, er belebt uns. Und das ist die zweite Phase. Also es ist die Phase des Geburtes. Dann kommt nach 2000 Jahren die Phase des Belebens. Und im dritten 1000 Jahr, in der 1000-jährigen Reich, ist es Aufrichten und vor sein Angesicht zu leben. Und wer diese drei Phasen nicht in Acht nimmt, wird die Eingang der Vollzahl der Nationen falsch behandeln. Denn Israel ist zwar 1948, also zwischen dem ersten Tag und zweiten Tag, geboren worden. Es ist in Hesekiel 37 ein Bild, was auch zeigt, wie das geht. Erstens zeigt der Herr Hesekiel die Knochen. Die Knochen sieht er. Das sind Knochen. Das ist alles Volk Israel. Das heißt, man sieht, dass Israel da ist. Dann kommt die zweite Stufe. Sag, es soll Fleisch und Sehnen und das. Dann sagt er, Hesekiel das. Und es fangen an, die Knochen sich zusammenzufügen in seinen Ordnung. Da kommt Fleisch drauf und alles. Und sie werden als Mensch dastehen, stehen. Ja, die werden als Mensch dastehen. Und wir sehen auch, dass Israel jetzt mit den 70 Jahren jetzt schon Zweige als Feigebaum, das sagt Jesus extra. Ihr seht, ihr merkt an der Feigebaum, ja. Wenn sie Zweige, weiche Zweige führen und Blätter und so, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Und Israel ist jetzt im Fleisch ganz. Wir wissen Golanhöhe, Jerusalem ist Hauptstadt. Alles ist da. Aber das Beleben ist noch nicht geschehen. Die dritte Stufe ist, wo der Herr sagt, Hesekiel, jetzt sag, dass der Odem des Lebens in ihnen reinkommt. Und das passiert in der 70. Jahrwoche, wo der Odem des Lebens reinkommt, weil die 70. Jahrwoche ist noch in den 2000 Jahren, also in diesen 2000 Jahren drin, 2000 und etwas, also kurz knapp nach dem zweiten Tag. Und der dritte Tag fängt dann mit dem 1000-jährigen Reich an. Na, wir haben jetzt Jahr 2019 und nach jüdischem Kalender sagen, wir sind knapp über die 6000 Jahre. Manche sagen, wir sind unter die 6000 Jahre, manche über die 6000 Jahre. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die 6000 Jahre so im Ganzen voll sind. Und das dritte ist dann, da kommt das Odem des Lebens. Und dann werden sie lebendig. Ja, das sind die Stufen, die wir sehen müssen. Und erst wenn das Feigebaum wirklich jetzt zu Blätter und zu Blüten neigt, dann wissen wir, dass der Sommer nahe ist, also dass der Zeit der Nationen zu Ende ist
und es beginnt die Berufung, das Weitergehen mit dem Volk Israels, also die 70. Jahrwoche und dann das tausendjährige Reich. Und wir sind jetzt in der nach diesen zwei Tagen, warum? Wir haben bestimmte Zeichen, auch am Himmel, die darauf hinweisen, und es ist noch etwas sehr Wichtiges zu sehen für uns als Nationen, dass Israel kein Israel ist ohne Opfer und ohne Tempel. Israel ohne Heiligtum ist noch kein Israel, ist kein lebendiges Israel. Und wir sehen jetzt seit 2018, dass die Einführung der Altars und des Opfern so langsam losgeht. Und wir wissen auch, dass jetzt gestrebt wird, das Tempel zu bauen. Es sind sogar Gerüchte, dass es sogar gebaut ist. Weiß ich nicht. Man kann in Google das irgendwie googeln. Ich habe mal die Seite gesehen. Echt weiß ich noch nicht, ob das wirklich jetzt in echt ist oder es ist nur eine Vorschau von etwas, von das dritte Tempel. Aber wir wissen, es ist schon alles vorbereitet, man muss es nur zusammenfügen und der Tempel steht. Ja. Und es ist auch so, es ist nicht geschrieben, dass es vor der 70. Jahrwoche der Tempel stehen muss, sondern es ist geschrieben, dass der Opfer und Dings eingeführt werden. Das heißt, 3,5 Jahre, in diesen 3,5 Jahre, erste 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche werden die Opfer eingeführt. Und dann mitten der 70. Jahrwoche hört auf und der Gräuel der Verwüstung wird einstehen. Ja. Was zeigt eigentlich die Belebung Israels jetzt? Es ist interessanterweise seit 2014. 2014, 2015 sind 4 Blutmonde. Aber es geht jetzt nicht um die Blutmonde, sondern es geht darum, dass diese Blutmonde auf sehr interessante Feste gefallen sind. 2-mal auf das Passa. Und das Passa erinnert sich an das Befreiung aus Ägypten. Und 2-mal auf Laubhüttenfest, Sukkot oder so heißt es auf Jüdisch, dieses 2-mal auf das Laubhüttenfest, was auch auf das Passafest gedenkt wird. Und der Herr sagt auch, ich werde gedenken an deine Jugend, ja, und ich werde dich wieder berufen und ich habe dich für eine Zeit lang weggetan, aber jetzt werde ich wieder an dich gedenken und so weiter und so fort. Also man gedenkt dran und der Herr sagt auch, um meinen Namen willen, Hesekiel 36, wenn man das durchliest, ja, dann sagt der Herr, um meines Namens willen, denn ich habe euch berufen. Und das ist ja so dieses Ablauf in der Wiederherstellung Israels, die man aber wissen muss. Und natürlich, diese Opfersachen, die fallen dann weg und der Herr wird dann das neue Jerusalem, das himmlische Tempel dann auf den Erde kommen lassen und da werden die dann da auch den wahrhaftigen Tempel haben. Und da werden auch die Nationen, die dann in der 70. Jahrwoche zum Herrn finden, auch da reingehen, ja, in diesen Vorhöfen und so weiter und so fort. Aber diese Stufungen
muss man sehen. Ja? Denn sonst tut man auch die Erfüllung der Nationen vorne und nach hinten stellen, wie man will. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Also es ist interessant, dass diese vier Blutmonde genau auf diesen Feste fallen. Und wir wissen, dass bei dem Herrn solche Zeichen auch sehr ernst genommen werden. Siehe Thema Regenbogen. Der Regenbogen steht immer über das Thron Gottes, weil er ein Bund geschlossen hat und er hat das hingestellt, dass er das sieht, dass er die Erde nie durch Flut vernichten wird, die ganze Erde. Und das sind auch Zeichen für den Menschen, aber auch für den Herrn, wo er sagt, ich erinnere mich wieder an euch. Und das zeigt aber, dass hier die Vollzahl der Nationen schon zu Ende ist und dass das schon in Erfüllung gegangen ist. Dann ist der 23. September 2017, wo die Jungfrau, das Bild der Jungfrau und der Drachen auf dem Himmel zu sehen war, das ist wieder ein Bild auf Israel zu. Und ab da sehen wir Jerusalem, Hauptstadt, Opferaltar wird und jetzt der Tempel muss gebaut werden. Es hat alles seine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge müssen wir erkennen und wir müssen erkennen, wann ist die Zeit, wo Israel belebt wird, weil da, wo Israel belebt wird, da ist dann diese Grenze, wo die Zeit der Nationen in Erfüllung geht und mit Israel Neues angefangen wird. Und nicht dann, wann Israel geboren worden ist als Staat. Ja? Weil Israel seitdem geboren ist, ist er durch erstmal hat er sich entwickeln müssen. Das Fleisch und die Sehnen und die Muskeln und alles mussten jetzt erst auf die Knochen drauf. Ja? Erstmal dann der Sechstagekrieg, dann Yom Kippur und. Und erst jetzt, wo die Zeichen der Belebung Israels, des Gedenkens, dass sie aus Ägypten raus sind, dass sie von Gott damals berufen worden sind, Gott erinnert sich wieder und nimmt, tut Gnade mit Israel wieder schenken, also dem Volk Israel wieder schenken und dann ist dann natürlich die Zeit der Nationen jetzt zu Ende und das Beginn mit Israel fängt an, die 70. Jahrwoche fängt an. Also wir leben heute 2019, wir sehen, dass in der Richtung Gemeinde, der Abfall, Lieblosigkeit, keine Gemeinschaft, die paulianische Lehre wird verschmissen, zusammengefügt und das wird mit alles rumgebockert. Und Paulus wurde schon damals auch nicht so ernst genommen, ja, und viele haben ihm den Rücken gezeigt, wie auch in Zeit Jesus dem Herrn selber. Und so ist es heute auch wieder diese Zeit, wo Paulus auf die Seite gedrängt wird und sagt, ja, ihr seid diese paulianischen kranken Leute, ja, Paulus. Das wird nicht mehr angenommen und das zeigt dahin, dass die Zeit der Nationen eingegangen ist und wir warten jetzt nur noch auf die Vereinigung mit dem Herrn. Es ist auch noch ein anderes Bild, was auf diese drei Tage, auf diese 3000 Jahre zeigt. Es ist so, Jesus als Haupt
als Mann Israels stirbt. Er stirbt. Ja? Damit wurde Israel befreit von dem Gesetz des Mannes und wurde zur Witwe. Israel wurde zur Witwe. Der Mann ist gestorben. Jesus geht in den, wir wissen, in den Magen, oder wie sagt man das, der Erde, wo die Gefangenen sind, und predigt ihnen die Befreiung. Und wir wissen, in der Zeit der Nationen wurde für die tot waren, gefangen in der Sünde, und von dem Tod wurde ihnen die Befreiung verkündigt. Ja? Und diese Zeit in diesen Magen der Erde, ja, der Zeichen Jonas, wo den Gefangenen die Befreiung verkündigt wird, dauert aber nur 3 Tage, weil am dritten Tag, wir wissen, am dritten Tag war Jesus sehr früh eigentlich schon auferstanden. Und es sind diese, genau diese 3 Tage, ja, Tod, Verkündigung und Auferstehen. Israel wurde verstockt, kommt die Zeit der Nationen, die Befreiung für die Nationen, und dann Auferstehen Israels wieder. Und das 1000-jährige Reich, die Ewigkeit mit Israel, über Israel und so. Das ist genau auch ein Bild auf auf diesen Vorgang hin. Aber wer das nicht sieht, wird natürlich auch die Zeiten vermischen. Und deswegen ist der Eingang der Zahl der Nationen nicht bei der Geburt Israel gewesen. Seitdem sind auch, Gott sei Dank, auch viele Juden zum Glauben gekommen. Ja, wir wissen, in der Zeit der Nationen gibt es kein Jude und kein Grieche. Ja, aber es sind auch viele zum wahren Glauben in den Christus wiedergekommen. In Zeit Paulus waren auch viele Juden, die als Überrest zu betrachten sind, die zum Christus gefunden sind, haben und in Christus dann auch gelebt haben. Das war dieses Überrest, das war damals auch und heute auch noch. Und in der Entrückung sind Juden und Nichtjuden, werden dann vereinigt. Was viele nicht sehen, dass in Christus gibt kein Jude, kein Grieche. In Christus gibt kein Mann und Frau, und wir kennen uns nicht nach dem Fleisch. Das sind so die fünf Sachen, also 3 Sachen besser gesagt, was wichtig ist zu sehen für die Zeit der Nationen. Das sieht man eigentlich in der Verkündigung oft nicht, dass Leute das auch erkennen. Das ist ein schweres Thema, das auch so zu gliedern und so zu erklären, dass es auch richtig rüberkommt. Meistens, dass ich bin kein Profi in Geschichte und in solchen, diesen prophetischen Wort, was alles Israel betrifft. Ich weiß vieles, dennoch, aber das ist so ein ganzes Paket, wo auch sehr schwierig darzustellen ist. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden, meine Lieben. Meine Lieben, ich selbst sehe so, die Zeit der Nationen ist eingegangen, jetzt. Wir leben in der Zeit seit 2014, wo die Zahl der Nationen eingegangen ist. Und ist diese Zeitspanne kurz vor der Vereinigung, was Gott eigentlich festgelegt hat, inwieweit, wir wissen nicht, aber seit 2014, 2019 zeigen die Zeichen der Zeit eindeutig, dass die Zahl der Nationen vollkommen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, deswegen dürfen wir auch jetzt in der nächsten Zeitspanne den Herrn warten. Ja,
Und wir dürfen uns freuen auf das Posaunen, wenn es Posaunen wird. Und es wird nicht für uns Posaunen irgendwie in Mitte der 70. Jahrwoche, weil die 70. Jahrwoche hat mit der Zeit der Nationen überhaupt nichts zu tun. Und wer das anders denkt, ist denn sein Problem. Ich kann da nichts ändern. Ja, meine Lieben, lasst euch fest umarmen. Ich hoffe, dass das ein bisschen so rüberkommt und auch Verständnis, also zu verstehen ist, was ich da gesagt habe. Und ich hoffe, dass es was hilft, was ich da euch erklären wollte. Und der Herr möge wirklich das Video segnen und dass da auch viele Antworten haben auf Fragen. Und ja, lasst euch fest umarmen, Herr, meine Lieben, lasst uns beten füreinander, lasst uns tragen noch einander in dieser kurzen Zeit, wo wir noch da sind. Und ich möchte auch danken für Gebete und finanzielle Unterstützung. Ich danke euch, dass ihr seid und dass Gott diesen Überrest gelassen hat und dass ich nicht allein stehe. Wir sind wenige und wir werden immer weniger und der Herr bewahre uns, dass wir wirklich einer falschen Wahrheit nachlaufen, denn ich habe euch schon erklärt, die Wahrheit, die Wahrheit, was uns der Teufel zeigt, ist so identisch, dass man das fast nicht auseinander setzen kann. Und deswegen muss man sehr, sehr, sehr auf den Geist hören, auf den Geist des Herrn. Wir müssen erwachen und wir müssen wirklich all das, was wir sind, voll dem Herrn überlassen, übergeben. Und wichtig ist, dass wir zusammenfinden und zusammenhalten im Geist. Gott segne euch alle.